Viele von euch haben mir sehr viele Kommentare geschrieben, dass ich mir meine Lieblingsmanga zeigen soll. Für alle, die es nicht wissen, ich mache jetzt seit ungefähr einem Monat Manga-Videos, aber ich habe wirklich noch nie gesagt, welche Manga ich mit am besten finde, die ich besitze. Falls ihr wissen wollt, welche Manga ich besitze, hier oben ist ein Manga-Hall irgendwo verlinkt, könnt ihr gerne auschecken. Aber ich würde sagen, wir fangen aber direkt an mit dem Video. So, ich würde sagen, wir fangen mit dem Manga Platz Nummer 6 an. Ich werde 6 Manga euch zeigen, die ich am besten finde von meiner Sammlung her. Und zwar ist das Platz Nummer 6. Zombie 100. Zombie 100 ist ein Comedy-Manga, würde ich fast schon sagen. Von denen gibt es bis jetzt nur einen Band auf Deutsch. Den habe ich sogar ein Review gemacht. Wird auch hier oben rechts verlinkt sein. Ja. Und zwar in diesem Manga geht es quasi darum, dass es einen Hauptcharakter gibt. Das ist der hier oben. Ich weiß jetzt nicht die Namen gerade auswendig. Aber er lebt quasi in einer Welt, wo er sehr, sehr deprimiert ist und eigentlich gar keinen Bock mehr hat zu arbeiten und sowas. Aber durch eine Zombie-Apokalypse hat der Typ wieder Bock bekommen auf das Leben. Lebt sein Leben so, wie er etwas möchte. Und ich finde, das ist einer meiner Lieblingsmanga auf jeden Fall, weil ich sehr viel Spaß hatte beim Lesen. Ich musste laut lachen sogar ab und zu mal. Deswegen verdient er Platz 6. Platz 6 aber jedoch nur, weil es nur einen Band von denen gibt. Das heißt, ich kann noch nicht wirklich eine richtige Meinung dazu haben. Also klar schon, aber ich weiß ja nicht, was in Zukunft dazu kommt. Aber so würde ich ihnen auf jeden Fall Platz 6 geben. Ein sehr verdienter Platz 6, eine sehr, sehr lustige Story auch auf jeden Fall. Und auch sehr empfehlenswert an der Stelle. Wie gesagt, Zombie 100, sehr, sehr guter Manga. Machen wir weiter mit Platz Nummer 5. Platz Nummer 5 ist ein Manga, zu dem habe ich den Anime schon gesehen. Und zwar ist das Tokyo Ghoul. Wie einige aber wissen jedoch, also Tokyo Ghoul hat glaube ich 16 Bänder oder so, weiß gerade nicht aus dem Kopf. Aber wie einige von euch wissen, ist der Manga sehr, sehr viel besser als der Anime. Also laut Meinungskritikern oder sowas. Und zwar sind im Anime sehr viele Sachen vom Manga einfach verschwunden, wurden nicht erwähnt und die Story ergibt an einigen Stellen gar keinen wirklichen Sinn. Deswegen dachte ich mir, komm, lesen wir Tokyo Ghoul, von denen habe ich bis jetzt 6 Bänder und ich muss sagen, die 6 Bänder, die ich gelesen habe, haben mich sehr, sehr überzeugt. Es ist wirklich sehr, sehr viel besser als der Anime, also ich würde fast sagen 100-mal besser. Einige Szenen kommen im Manga einfach vor, wo ich mir denke, Digga, im Anime kam nie sowas in der Richtung vor, nichts und deswegen finde ich den Manga auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert. Ich finde ihn sehr, sehr gut, die Zeichnungen sind wirklich auch richtig gut und ich werde auch versuchen, während ich hier rede, immer hier so ein paar Scans einzublenden von dem Manga. Ich kann den wirklich jedem empfehlen, also für alle, die wissen, was Tokyo Ghoul ist. Wir haben hier einen Hauptcharakter, Ken. Der ist halb Ghoul, halb Mensch. Ein Ghoul ist quasi eine Art, sie sehen aus wie ein Mensch, aber haben halt Fähigkeiten und fressen Menschen. Und er ist halt halb Mensch, halb Ghoul. Deswegen begleiten wir ihn halt quasi auf seiner Reise, wie er halt versucht, in die Ghoul-Welt reinzupassen, aber auch in die Menschenwelt. Sehr, sehr interessanter Manga und sehr, sehr interessanter Anime und auch sehr, sehr gute Kämpfer an der Stelle. Und ich mag die Geschichte und die Charaktere. Das heißt, ich finde, Tokyo Ghoul ist auf jeden Fall ein verdienter Platz, ist auf jeden Fall ein verdienter Platz 5. Kann ich wirklich jedem vom Herzen empfehlen. Und das ist Tokyo Ghoul. Machen wir weiter mit Platz Nummer 4. Das Hell's Paradise. Hell's Paradise. Jo, davon habe ich 7 Manga. Der 8. wurde gerade eben bestellt. Und dazu kann ich sagen, ich finde Hell's Paradise einfach nur Kunst. Also ich finde erstmal das Cover-Design. Einige mögen das vielleicht nicht, aber ich finde das einfach irgendwie so nice und so wunderschön. Story dazu, wie ich den gekauft habe. Mein kleiner Bruder und ich haben eine Skate-Challenge gemacht. Wird hier oben rechts verlinkt sein. Klickt ihr aber nicht an, ist egal. Vergiss das Video bitte einfach. Und ich habe diesen Manga gewonnen und ich habe es nicht bereut. Ich finde den Manga sehr, sehr nice. Wirklich richtig gut. Es geht quasi darum, dass wir hier unser Hauptcharakter haben. Oder allgemein, wir haben halt viele Verbrecher, die aufs Tode verurteilt wurden. Die versuchen halt quasi ihre Verurteilung loszuwerden, an denen die halt quasi auf eine Insel müssen und dort ein Lebenselixier finden müssen. Aber die Reise ist dann doch schwerer als gedacht. Das sind sehr, sehr krasse Charaktere und sehr, sehr krasse Bösewichte auf einmal, kommen so aus dem Nix. Und deswegen finde ich Hell's Paradise richtig gut. Und da haben wir auch so Gruppen aus Verbrechern, die sie eigentlich gehasst haben, aber dann doch trotzdem irgendwie gut zusammenarbeiten und gute Freunde werden sogar fast schon. Deswegen finde ich Hell's Paradise sehr, sehr empfehlenswert. Auf jeden Fall ein verdienter Platz 4 und meiner Meinung nach echt ein Top-Manga. Ich kann ihn wirklich jedem empfehlen. Dazu kommt bald ein Review noch auf jeden Fall. Dazu kann man eigentlich nicht mehr sagen. Das ist einfach nur nice. Komm, machen wir weiter mit Platz Nummer 3 ist Vinland Saga. Vinland Saga, zudem habe ich bis jetzt nur 2 Manga. Klar, ihr sagt euch jetzt, Digga, wie kannst du das bewerten, obwohl es 24 Manga davon gibt. Ich habe den Anime dazu gesehen, es sagt nichts aus, ich weiß, aber die beiden Manga-Bänder haben mich auf jeden Fall 100% überzeugt. Ich bin auf jeden Fall, ich bin mehr als nur hyped für Vinland Saga, wirklich. Ich habe den Manga gelesen, Zeichnungen, Bombe, Story, Bombe. Richtig, richtig nice. Ich finde das einfach so fucking geil. Es ist so gut gezeichnet. Die Story wird... Discord. Es ist so gut gezeichnet. Wirklich, ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich da reingucke. Und ich möchte euch nicht viel zu spoilern, aber es geht halt um den Typen hier, der Wikinger ist und sein Vater wurde umgebracht und er versucht jetzt den Mörder von seinem Vater dran zu kriegen und es ist einfach nur gut. Es ist wirklich so gut. Ich will mir alle 24 Bänder davon kaufen, aber es kostet halt echt viel Geld. 200 Euro oder so. Wenn ihr wollt, checkt mir gerne bei PayPal was. Aber ich sag einfach nur so, es ist verdient der Platz 3. Ich bin mehr als nur Hype, den weiterzulesen. Es ist so ein guter Manga, wirklich. Und das ist Vinland Saga. Ich weiß nicht, viele Leute schätzen das nicht so wert, wie ich das mache. Kommen wir weiter zu Platz Nummer 2 und zwar ist das Shaman King. Ja. Und von den ganzen gibt es, glaube ich, 38 Bänder, 32, lass mich nicht lügen. Aber das ist die erste Auflage, das heißt das alte Shaman King. Es gibt ja eine neue Auflage von Tokyo Pop, die ihr sammelt bei kleiner Bruder. Aber ich habe von denen nur 23 Bänder. Ich habe die noch nicht gelesen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin mal Band 11. Aber ich finde es auf jeden Fall mehr als nur gut. Also Shaman King ist, wir haben halt hier den Schaman, Yu, das ist unser Hauptcharakter, der hat eigentlich voll chillig ist. Er will nur Musik hören, gar nichts machen, nicht arbeiten, einfach nur entspannen. Aber das wird dadurch gestört, dass er in einer Schamanenfamilie groß geworden ist und jetzt bei einem Schamanenwettkampf mitmachen muss. Das heißt, es geht quasi darum, wer der Schamanenkönig wird, wer der Gott in deren Welt wird. Und es
ist auf jeden Fall sehr, sehr wilder, als man denkt. Die Kämpfe sehr, sehr gut. Die Story sehr, sehr gut. Die Charaktere sehr, sehr gut. Einfach ein geiler Shonen-Manga. Und ich freue mich auf jeden Fall. Hört mal auf, ihn zu schreiben, Alter. Ich freue mich auf jeden Fall, den zu lesen. Und also bis jetzt, wie ich ihn gelesen habe, ich kann den einfach durchlesen. Es ist so entspannt. Ich lese 5 Bände am Stück. Finde ich sehr, sehr gut. Und ich bin einfach nur hyped, den weiterzulesen. Ich bin gerade bei Band 11, wie bereits gesagt. Aber ich werde auf jeden Fall durchsucht. Kommen wir zu meinem Platz Nummer 1, bevor mein Kamera-Akku leer geht. Ich hoffe, der ist nicht schon leer gegangen. Und zwar ist es Jujutsu Kaisen. Wie ihr sehen könnt, Jujutsu Kaisen habe ich Band 0 bis Band 10 bis jetzt. Band 0 ist ein Band zu einer Vorstory von einem Charakter, den wir hier oben sehen. Dazu kommt ein Film im Dezember. Der Film will eine 10 von 10 werden. Aber Jujutsu Kaisen finde ich einfach nur stark. Ich habe den einfach durchgelesen am Stück. War mehr als nur hyped. Ich finde die Story geil, die Kämpfe geil, die Charaktere, die Fähigkeiten, die Gruppen, wie alles einfach nice. Wirklich, ich finde den Manga so gut. Die Zeichnungen sind so strong. Ich weiß nicht, warum Leute das nicht so wertschätzen, aber ich finde den Manga so fucking gut. Jujutsu Kaisen, wirklich, feiere ich unnormal. Kann ich echt nichts zu sagen. Und ich finde diese Easter Eggs und diese kleinen Witze, die nebenbei... Digga, ich krieg einen Knack. Diese kleinen Witze, die nebenbei eingebaut werden und sowas. Ich finde es einfach nur fucking lustig. Ich finde den Manga so empfehlenswert. Der Anime ist auch eine 10 von 10, meiner Meinung nach. Den Manga finde ich auch richtig, richtig gut. Also das ist auf jeden Fall ein verdienter Platz 1. Da kann man nichts gegen sagen und da kann mir keiner was sagen auf jeden Fall. Und nochmal eine kleine Anmerkung. Den einen Manga, auf den ich unnormal hype bin, das ist JoJo's Bizarre Adventure. Ich möchte den Manga so gerne haben, aber ich will ihn nicht auf Englisch kaufen, sondern auf Deutsch, kommt im August drauf unter dem Verlag Manga-Kult. Falls ein Mitarbeiter von Manga-Kult dieses Video hier sieht und bis hierhin guckt, bitte, bitte, sponsert mich. Nein, also nicht so direkt, aber ich würde den Manga so gerne lesen. Ich bin mehr als nur hyped. Ich will ihn jetzt schon...